nehmen das, Sir. Kommen Sie später auf die Brücke, Corporal. Ja, Sir. Hey Leute, willkommen zu unserem achten Part von unserem Let's Play hier in Infinite Warfare. Wir laden jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag neue Folgen hoch, immer um 18 Uhr. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß mit der achten Folge. Captain, hier entlang bitte. Bitte um Lagebericht. Was ist passiert? Ein Notsignal von Farron. Sollte auf ihrem Hut sein. Werden angegriffen. Von der Olympus Mons. Tigris wird angegriffen. Haben wir Kontakt zu Farron? Sonneneruptionen stören uns. Eta versucht, ihre Position zu bestimmen. Ich frag mich, ob Ethan immer nett bleiben wird, also freundlich zu uns gesinnt. Haben Sie Probleme mit der Aufklärung, Sir? Schauen wir mal. Wir haben da draußen Leben gerettet, Ethan. Aber es gab ein paar Probleme. Was für Probleme, Ma'am? Star Sergeant Omar hat's nicht geschafft, Ethan. Tut mir leid, das zu hören, Sir. Gator, ich hab den Captain. Wir kommen jetzt rein. Okay, gehen wir mal wieder aufs Deck hier. Captain hat die Brücke. Brückefahrregeln. Aye, Sir. Signal der Tigris lokalisiert. Sprung zu der Position vorbereiten. Springen, wenn bereit. Aye, Sir. Lieutenant Salter, Jackals in Alarmbereitschaft. Ravens für Überlebende bereithalten. Reyes, ich rechne nicht. Salt, tu's einfach. Ja, Sir. Captain, der Com-Offizier sagt, Sie haben eine Prioritätsnachricht vom Admiral in Ihrem Büro. Ah, okay. Dann gucken wir uns das mal an. Commander Nick Reyes. 3, 2, 1. Wir glauben, wow. Die Mission war, sich zusammen mit Artis zu zerstören. Sein implantierter Transponder wäre zerstört worden und das fehlende Signal hätte die Feindflotte eingreifen lassen. 2, Stratcom kann nur vermuten, dass eine Invasion folgen sollte. Wir müssen darauf reagieren, Captain. Machen Sie es zu Ihrer Sache. Rains Ende. Captain, okay. Das Schiff ist in Position. Wir sollten Sie da rausbringen. Salt, bring sofort dein Bergungsteam da raus. Da draußen ist niemand, Reyes. Gator, Info ans Flugdeck. Ich gehe selber raus. Ich begleite Sie, Sir. Captain, es gibt absolut keine Lebenszeichen. Ein Totalverlust, Sir. Eine Signalboje. Die ist nah. Ich hab sie. Durchstellen. Ja, Sir. Hier spricht Admiral Salen Koch von der Olympus Mons. Das unser Schiff Tigris liegt in Trümmern. Es gibt keine Ruhe für die Gegner der Front. Ich spreche nun zur Retribution. Wir werden sie innerhalb und außerhalb ihrer verblassenden Welt bekämpfen. Ihre Städte werden sich ergeben, zerbrochen und schwach. Wir werden nicht scheitern. Mars in Eternum. Das war eine Falle auf Vester. Die Tigris oder die Red mussten reagieren. Es war ein Hinterhalt. Corporal Brooks hat recht, Captain. Brooks ist kein Corporal mehr. Sie sind jetzt Sergeant. Sie sind der Kommandant der Marines auf diesem Schiff. Eine Ehre, Sir. Kontaktieren wir Admiral Rains jetzt, Commander? Nein. Staff Sergeant Omar sagte, man muss die Mission wählen, nicht umgekehrt. Und genau das machen wir. Also los. Ethan, aufzeichnen. Roger. Stratcom schickt uns vor. Uns erwischt es. Dieses Mal die Tigris, nächstes Mal die Red. Respekt vor dem Admiral, aber wir machen die Arbeit. Hissen wir die schwarze Flagge und knöpfen sie uns vor. Recht so, Captain. Die SDF schützt alle möglichen Ziele. Da draußen. Wir werden das Blatt wenden. Wir legen zu Hause selbst einen Hinterhalt. Die Erde, Sir? Wir locken die Olympus nach Genf und schalten sie aus. Das ist mal ein Plan. Darf ich fragen, wie, Captain? Wir haben einen SDF-Transponder. Er wurde dem Agenten implantiert, der Artis in Genf ausgeschaltet hat. Es war eine Selbstmordmission. Er hätte beim Tod des Agenten aufgehört zu senden. Wir hätten unsere Geschütze verloren und Sie Ihr Transponder-Signal. Und das führt zum Angriffsbefehl. Die Flotte würde sofort angreifen. Einbindung. Die Geschütze sind aber noch da, Sir. Das muss die SDF ja nicht wissen. Wir werden Sie überraschen. Artis greift die Flotte an. Eine Täuschung. Wir richten an und Sie kommen zum Essen. Und die Retribution?
Die nehmen wir aus dem Spiel. Hat genug gelitten. Lichtschlucht, weit außerhalb der Atmosphäre. Die Reaktionszeit aus der Entfernung wäre erheblich. Wir könnten nicht helfen. Ein Sprung in die Atmosphäre wäre katastrophal. Allein die Druckwelle wäre vernichtend. Hoffentlich kommt's nicht dazu. Ethan, Taktik auf die Karte, Bericht vorbereiten und direkt an Stratcom schicken. Ja, Sir. Das könnte das Blatt im Krieg wenden, Captain. Ich zähle darauf, Brooks. Bereiten Sie Ihre Leute für den Einsatz vor. Yes, Sir. Mac, sorgen Sie für genug Energie. Captain, ich will dieses Schiff, Reyes. Holen wir es uns, Salt. Bereit, Captain. Ich erwarte Ihren Befehl. Wählen wir wieder eine Mission aus. Ihren Missionsplan hinzugefügt, Sir. Das ist unsere okay. Letzte Chance, die Karte die aufzuräumen, Sir. Erde. Wenn nicht, setzen wir einen Kurs nach Hause. Die letzte Chance anscheinend. Das heißt, wir machen hier die letzte Nebenmission mal. Indem wir hier das hier Operation Spuren verwischen autorisieren. Yes. Vesta 3 war nicht die einzige Minenkolonie, die von der Olympus getroffen wurde. Durch Kollateralschäden driftet jetzt ein riesiger Vorrat wertvoller Metalle bei der Sonne. Sie sind unser Eigentum. Die SDF schützt ein Bergungsteam mit Skelters. Steigen wir auf und holen wir sie uns zurück. So nah an der Sonne ist das ein Risiko. Unsere Jackals schaffen das bei der Hitze nur ein paar Minuten. Also schnell raus und wieder rein. Okay, ich denke mal, das wird eine Weltraummission dann. Genau, nur mit dem Schiff, alles klar. Das sollte dann eigentlich schnell gehen. In dem Kampf gibt es zwei Gegner, die SDF und die Sonne. Wer schafft das schon? Okay, da bin ich mal gespannt, wie jetzt die Sonne Einfluss hat auf das ganze Gameplay. Das ist für Omar. Bereit, 1-1. Start in 3, 2, 1. Boost laden und go! Wir haben hier nicht viel Zeit. Jeder Schuss muss sitzen. Okay. 8 Minuten haben wir insgesamt. Let's go, Boys. Das wird Schwerstarbeit. Auf die Uhr achten. Wow! Er schlägt Haken. Jawohl, einen haben wir schon mal. Einen hast du erledigt. Oh, das ist an uns vorbei. Dort oben. Wow. Hier ein paar Raketen für dich, Bro. Jawohl, den haben wir auch. Ja, ja. Wo ist er? Komm schon. Hier ein paar Raketen für dich, Bro. Hier ist auch noch einer. Jawohl, ausgeschaltet. Komm schon. Yes, baby. Da ist irgendwo einer. Wow, ist krass bei der Sonne. Here we go. Yes. Ah, hier ist noch ein Ass-Flieger. Er schlägt Haken. Schlag du ruhig deine Haken, Mann. Yes, baby. 4 von 5. Ja, wir haben noch 6 Minuten. Ist noch ganz okay. Yes, baby. Hier auch noch einer. Wow. Okay. Hier ist noch ein Assflieger. Fliegen wir direkt zu ihm. Wow, der ist direkt uns entgegengeflogen. Oh, wie fliegt der denn? Ist der besoffen? Jawohl. Okay, alle Assflieger. Hier ist noch die kleinen Fische. Nicht beeindruckt? Keine Pause, da sind noch mehr Skelter. Wo?
Wo sind sie denn? Hä? Hier, okay. Oh, hier ist direkt einer. Vor uns. Und irgendwo war noch einer eben. Da war. Ziel auf 12 Uhr. Raketen. Yes. Hier noch einer. Ah, der ist hinter einem Asteroiden. Das ist Sorte. Gar, sammeln und zurück, schnell! Okay, dann ab mal raus hier. Autopilot aktiv. Schub und go! Danke für die Hilfe, Ethan. Gut gesehen. Ich mache nur meine Arbeit, Fliegerass-Trophäe erhalten. Nice. Okay, Leute. Das heißt, wir müssen nur noch eine Mission zur Verfügung. Und das ist eine Hauptmission. Warte draußen. Gut, dass wir es geschafft haben. Es wird Zeit für Operation Schwarze Flagge. Ich will nur kurz was schauen. Haben wir jetzt alle Karten ja nicht gesammelt? Jawohl, wir haben alle Karten hier. Wobei, der ist noch mit einem Fragezeichen. Also noch kein Bild da. Und hier unten auch. Und der da. Okay, alles klar. Können wir uns hier noch irgendwas reinziehen? An meine geliebte Frau Sarah, meinen Sohn Noah und meine Tochter, Abby. Wenn ihr das lest, bin ich, und das kann ich mit Gewissheit sagen, für eine gerechte Sache gestorben. Der Krieg kostet mehr als ein Menschenleben. Und ich habe meines gerne für die Verteidigung meiner Männer und Familie geopfert. Abby, es tut mir leid, dass ich mein Versprechen nicht halten konnte, dass ich nach Hause zurückkehren würde. Der Glaube an deine Zukunft gab mir die Stärke, das, was uns lieb und teuer ist, zu schützen. Du wirst immer Papas kleines Mädchen sein. Noah, bleib immer aufrecht und ehrlich. Steh zu deinem Wort. Setze Gewalt nur als letzte Maßnahme ein. Du bist jetzt der Mann im Haus. Sarah, beschütze unsere beiden Kinder und bitte vergib mir, dass ich euch allein gelassen habe. Wenn mein letzter Atemzug nicht auf dem Schlachtfeld gewesen wäre, dann in deinen Armen. Behalte mich immer in deinem Herzen. Damit eines klar ist. Ich führe Matrosen und so. Das ist ein geheimer Bericht über den Kriegsgefangenen. Das ist ein geheimer... Die Schusswaffe. Okay. Okay, es gibt nicht mehr zum Anschauen. Dann gehen wir wieder aufs Deck. Was ist das Ziel, Captain? Welchen Kurs soll ich eingeben, Sir? Okay, starten wir mal mit der letzten Hauptmission hier, die wir auswählen können. Mal gucken, ob es denn wirklich schon zu Ende ist, dann. Captain, Lieutenant, wir haben heute unvorstellbare Verluste erlitten. Captain Alder, Captain Farron. Staff Sergeant Omar. Gefallen auf Vesta 3, Sir. Eine Schande. Er war ein guter Mann. Ein guter Marine. Er starb in meinem Dienst. Das ist nicht Ihre Schuld. Späte Einsicht können wir uns momentan nicht leisten. Ich wurde informiert, Stratcom hat Ihre Genf-Initiative gebilligt. Auf Ihr Geheiß wird der Gefangene zum unser Hauptquartier gebracht. Ein Sanitätsteam wird den Transponder aus dem Subjekt entfernen und anschließend verbrennen. Ich fliege einen Raven zum Unsaha-Crew. Das wird dann unsere Einsatzzentrale. Wenn alles wie geplant läuft, erhalten die SDF-Flotte und die Olympus Mons das Angriffssignal und dringen in unseren Luftraum ein. Dann feuern unsere Artis-Geschütze. Gut gemacht, Captain.
Rains Ende. Okay, dann fliegen wir mal dahin, Leute. Bereit für Sprung. Ab nach Hause. Amen. Kollisionsalarm aktiv. Los in 3, 2, 1. Evaluierung? Guter Sprung. Präzision 0,98. Sie machen das immer besser, Gator. Noch besser auf dem Motorrad. Da will ich mal mitfahren. Und ich will ein Rennen. Jetzt kommt der Sprung. Schweben bei Eintritt. In 3, 2, 1. Bericht. Fehlertoleranz 0,0. Perfekter Sprung. Gut geflogen, Gator. Ein Kunststück bei dieser Crew, Sir. So viel ist klar. Gehen wir aufs Flugdeck, Captain. Oh, die Erde ist wieder da. Verschwinden Sie, Gator. Bringen Sie sich nicht in Gefahr. Ich rufe Sie wieder. Sprünge in dieser Atmosphäre gehen nicht. Verstanden. Sie haben die Brücke. Okay. Dann wählen wir mal unsere Ausrüstung. Das wird entweder ein strategisches Meisterwerk. Oder? Du bist degradiert und ich gebe die Befehle. Ich sag ja, wir sehen die Erde wieder. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Falsche Richtung. Commander, Lieutenant. Griff? Sie sind also auf dem Weg zur Oberfläche unserer Mutter Erde. Jawohl. In den ganzen Trümmern gibt es jede Menge. Dann legen wir mal los mit dieser Ausrüstung. Sie haben's drauf. Passen Sie gut auf, Sir. Und lassen Sie diesen Bastard nicht aus den Augen. Dem Gefangenen wird einiges blühen. Lassen Sie ihn am Leben? Genfer Konvention, Artikel 3. Schade. Platz machen! Das heißt, ja? Lieutenant, Captain, nach der Sache mit der Tigris. Ich wünschte, ich könnte mitkommen. Ich kenne das Gefühl, Boss. Marines verladen alles in die 1. Raven 2 ist für Sie. Was haben wir jetzt in unser Schiff? Ah, hier. Hier ist Ethan. Sir, Sie verladen den Gefangenen. Major August möchte Sie sprechen. Rufzeichen Echo 6. Auf das HUD legen. Mal sehen, was da unten so los ist. Verstanden. Hast du ein Auge drauf, Salt? Wie ein Adler. Captain Reyes. Major. Der Typ ist eine harte Nuss. Wir müssen ihn schnellstens sedieren. Echo ist nah dran an unser Gebäude. Die Stadt ist leer. Der Konvoi kommt schnell voran. Wir treffen Sie und den Admiral im Sanitätssaal. Ihre Ankunftszeit? 3 Minuten. Ich schaff's in 2. So schnell? Gute Abtrennung. Atmosphäre in 1 Minute. Raven geht runter. Scar 1-2 erbittet Wiedereintritt. Verstanden. Winkel stimmt. Erlaubnis erteilt. Willkommen zurück. An alle, Kontakt zu Echo-Einheiten unter schwerem Feindbeschuss. Das ist unser Konvoi, Reyes. Da müssen wir hin. Roger. Konvoi in Sicht. Zeitlich heranfliegen. Du übernimmst. Ich kann nicht näher ran. Salt, Deckung geben. Warten auf Bericht. Gebe Deckung. Okay, dann gehen wir mal hier raus. Bitte den Truck, Ethan. 1-1 an Echo, bitte kommen. Echo, hier 1-1, bitte kommen. Okay. Verstanden, bring uns rein. Wo ist der kleine Drecksack? Major, Sanitäter kommt. Wo ist der Gefangene? Sie haben ihn! Hinten raus! Ich sichere diese Position! Fever! Brauche hier gestörte Kommunikation zum Sichern des Ziels! Das ist nicht Winner, Raider! Salt, wenn er an einem Terminal den Transponder schrottet, war's das! Bestätigt, ich hole die Marines! Oh. Okay, wechseln wir mal zu unserem Sturmgewehrmodus. Hinter mir, Feuer! Okay, den dürfen wir nicht abschießen.
Oh, was war das denn für ein Vetter? Wo ist Ethan? Ist er hinter uns? Keine Ahnung. Oh. Okay. Annex. Was zur Hölle ist der Annex? Wow. Wer ist das? Achso, das ist nicht er auf jeden Fall. Okay, wo ist der kleine Pisser? Hier durch. Wir sind noch so nah an ihm dran, ey. Wow! Wow, 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 was ist das? Ah, die kriegen wir schon, Leute, die kriegen wir schon. Das Problem ist, wir haben fast keine Munition mehr und die Waffe ist eigentlich ziemlich gut. Aber schauen wir mal, sammeln wir gleich mal eine andere Waffe ein. Oh, oh, fuck. Wow. Der hat uns fast erledigt hier. Oh, da oben. Okay, neue Waffe, neue Waffe. Hier war irgendwo eine NV4 Scout. Yes, Baby. Gehen wir mit der weiter. Okay, den haben wir. Den haben wir. Den haben wir auch. So, ist kalt, man. Sehr schön. Hier geht's weiter. Sehr gut. Warum sind hier eigentlich so viele Gegner, ey? Das ist voll krass. Okay, da war gerade Munition, die sammle ich mal auf. Nee, 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 nicht das. So, here we go. Ja, warum seid ihr auch so schlecht, ne? Huh? Oh, was ist das? Eine neue Waffe? Snipergewehr oder was? Wow. Boah, der ist nicht tot. Nice, den haben wir. Wo sind die denn alle? Ich nehme wieder meine alte Waffe auf. So, sind wir erstmal hier kurz in Sicherheit. Oh, der lebt ja noch. What the fuck? Okay, hier liegt ein Raketenwerfer, das ist nie gut. Okay, irgendwo von einer höheren Position. Wow! Okay, hier oben. Den haben wir auch. Okay, Kontrollpunkt erreicht. Nachladen und hier die Munition abstauben. Okay. Hier ist wieder der Wichser. Nix hier. Okay. Go. Hier ist nochmal Munition. Wo müssen wir hin, Leute? Oh, die hätten wir jetzt fast erwischt. Können wir hier nicht rein? Das war ja easy, Bros. Müssen wir mal eine Challenge geben hier. Der lebt immer noch, der Pisser. Hier. Ich
Spaß damit. Okay. Sehr schön. Selber abschauen. Oh, hier ist ein Spider. Sehr gut. Ausgeschaltet. Denkst du, kommen wir nicht hoch, oder was? Nachladen, da ist einer. Okay, nice, den haben wir auch. Brauchen demnächst mal wieder eine Munitionskiste. Sehr schön. Okay, weiter geht's. Er will hier ganz oben auf den Turm anscheinend. Aber da ist er ja in der Falle, der Idiot. Okay, hier rein. Mann von der Erde, der umsonst schirmt. Ihr Eisenschild brennt jetzt. Ihre Welt ist ungeschützt. Das ist wahrer Mut. Das Signal ist weg. Meine Flotte landet hier. Achtung, hier ist die Retribution. SDF-Flotte geht runter, kommt rein. Bestätigt. Die Red soll den Sprung vorbereiten. Die Schockwelle sollte die Olympus ausschalten, sodass wir sie entern können. Wow. Er ist tot. Er hat den Transponder zerstört. Wir holen uns die Olympus. Die Red kommt dazu. Alle Stationen. Olympus Mons ist feuerbereit. Admiral, Sie müssen in einen Bunker. Sie feuern! Reins, ich will Jacobs. Nein, nein, nein! Reins! Admiral Reins! Oh, oh. Er ist tot, Reins. Das HQ ist zerstört. Olympus zieht auf ihre Position, Sir. In den Jackal. Oh je. Alles klar. Ziel ist Olympus Mons. Auftrag einnehmen. Admiral Koch gehört mir. Kater, jetzt springen! Sir, Eintritt in 3, 2, 1. Oh je. Okay, wir sind auf ihrem Schiff, Leute. Team Bravo ist am Boden. Puh. Es geht die Action los. Gehen wir zur Brücke, bevor sie sich erholen. 1-1, gelandet. Boah, reinfeuern hier. Holy shit, der Raketenwerfer-Typ hier. Den erstmal schön ausschalten. Das ist eine neue Waffe. Die gucken wir uns aber gleich an. Was haben wir hier als Sekundärwaffe? Immer noch die hier. Okay. Die ist ja gut gegen Roboter. Dann schießen wir mal den Roboter hier ab. Der sah aus wie Ethan eigentlich. Was haben wir hier? Drohnen. Nice, okay. Down with you. Munition aufgesammelt. Boah, hier Munitionskiste. Wow, wow, wow. Den habe ich ja gar nicht gesehen, ey. Oh, das sind unsere. Weiter geht's, weiter geht's. Sehr gut. Oh, von wo? Ich springe mal hier rüber.
Wow! Wow, holy shit! Wechseln wir zu unserer anderen Waffe. Oder ist jetzt ein Mensch? Da krabbelt er wieder vor sich hin. Schauen wir mal nach hier. Wo war die Munitionskiste hier? Okay, wieder voll ausgerüstet. Weiter geht's. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr? Oh, da oben. Oh, das sind ja noch ein paar hier. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Let's go! Hä? Ach, hier drin, oder was? Here we go. Okay, wow, wow, wow. Entschuldigen wir mal hier kurz. Komm schon, komm schon. Dann müssen wir hier rein. Feuer. Shit, der lebt ja immer noch. Und es wieder neue Munition für den Raketenwerfer. Was? Wie soll er nicht getroffen? Willst du mich verarschen? Jetzt ziel doch mal. Draufspringen und dann? Okay. What? Okay. Ah, wir haben nicht getroffen. So. Ihr seid auf den Zoom-Modus geändert, ey. So, wo ist unsere andere Waffe? Die müsste doch irgendwo hier sein. Oder nicht? Ist sie einfach verschwunden? Nein! Unsere Hauptwaffe. Ah, na super. Vielleicht ist sie doch noch irgendwo hier. Nee, das ist nur ein Raketenwerfer. Schrotflinte. Na gut, dann nehmen wir die hier mal. Ich warte am Aufzug auf Sie, Kommando. Okay, weiter geht's. Ethan, zur Brücke! Aye, Sir. Die Kriegmeinträger des Captain Reyes. Die werden hier alle sterben. Ich werde dieses Schiff sprengen und Ihre Stadt zerstören. Holen Sie mich doch, Koch. Runter von der Brücke. Nehmen Sie eine Waffe und kämpfen Sie. Wir kämpfen nicht. Wir attackieren. Die überlebenden Erdlinge werden nur noch mit Erlaubnis der Front atmen dürfen. Mars in Eternus. Die kleine Diva. Bevor er Genf zerstört. Okay, wo sind wir? In der Nähe der Truppenquartiere, Sir. Wir müssen wohl den Umweg nehmen. Mir nach. Wow. Die Energie der Olympus ist gleich wieder. Können Sie jetzt zerstören? Tempo! Polarhefe! Durch die Luftschleusen nach draußen! Okay, Munition. Zack. Sind wieder voll ausgerüstet hier. Wow. Ah! Alles klar. Oh, Scheiße! Oh mein Gott. Bewegung! Ah, ich will wieder rein. Holy shit! Wow! Oh mein Gott! Wow! Okay. Alles okay! Here we go! Oh!
Oh, sorry. Nice. Das sind wir da oben. Was ist denn hier geiles drin? Hier ist eine Schwachstelle, Sir. Ladung platziert. Let's go. Los, los, los. Okay, haben wir alles? Zur Brücke geht's diese Treppe rauf, Sir. Wir müssen sofort reingehen. Nehmen wir lieber die Drohne mit. Captain, das Hackmodul. Reyes, da drin sind Bots. Versuche einen zu hacken. Okay. Arbeiterdrohnen, unbewaffnet. Roger, rein da. Ich sehe Koch. Ich krall ihn mir. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er die Zerstörungssequenz aktiviert. Ladungen auf allen Ebenen scharf machen. Werden angegriffen! Diese Bots! Ionenausstoß! Wen muss ich denn ausschalten? Wir sind so viele! Nice! Jawoll! Du Pisser! Das Ziel lebt noch! Was? Zerstörung stoppen und Bots sichern! Nice, Sir! Die Bots sind deaktiviert, Captain! Olympus C6 sind jetzt unter meiner Kontrolle, Sir. Lol. Okay. Alle Sartor-Truppen, hier ist Captain Reyes. Wir haben die Kontrolle über die Olympus Mons. Töte das Schwein, Reyes. Was geht, hä? Süßer? Ihnen fehlt, was es zum Siegen braucht. Für Sie hätte es locker gereicht, Koch. Mich zu töten ist kein Sieg. Ich tötete Ihren Admiral. Ihr Schild ist... Der Captain hat die Brücke. Oh mein Gott! Marines, schaffen Sie ihn weg. Sehr gut, Captain. Start auf Ihren Befehl. Okay. Wir haben den Bösewicht ausgestellt. Du weißt gar nichts, Trophäe. Starten. Abflug. Herr Hirn, die Front weiß nicht, dass die Olympus uns gehört. Wir fliegen zum Mars. Oh. Sprungkurs zur SDF-Orbitalwerft. Wir setzen hier ein. Jetzt müssen wir noch zum Mars. Von der Brücke der Olympus aus an. Die Front hat unsere Flotte zerstört. Zahlen wir es ihnen heim. Was ist mein Befehl, Sir? Sie warten hier, Gator. Bleiben Sie auf Abruf. Einleiten, Ethan. Koordinaten eingegeben. 3, 2, 1. In 3, 2, 1. SDF Schiffswerft Peilung 000, Captain. Okay, Leute, diese Mission werden wir in unserem nächsten Part zusammen bestreiten. Ich hoffe, euch hat der 8. Part gefallen. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne unseren Kanal Endboss TV abonnieren. Also, Leute, haut rein, passt auf euch auf und bis zur nächsten Folge.